Was geht ab, meine lieben Achis, Achilles, Habubs, Habubi, Shabab, Shababinen und alle anderen, die sich jetzt hier auf diesen übertrieben frischen und knackigen Kanal verirrt haben und inshallah erstmal liken und auch abonnieren werden, bevor sich dieses Video hier gönnt. Freunde, was geht ab? Wir reagieren heute auf eine weitere Qualifikation von Top Tier Takeover. Ich freue mich darauf zu reagieren, Freunde. Und wir haben im Thumbnail schon gesehen, unter anderem ist Momo News auf jeden Fall am Start. Ne? Der ein oder andere von euch wird ihn auf jeden Fall kennen. Ich freue mich darauf zu reagieren, Freunde. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir gehen rein und gucken uns das an. Let's go. Digga, ich komme rein und sag zu dir Bitch und ficke deine Bitch mit Luka Jovic. Kennst du? Ja, Mann. Junge, ne? Es ist Eintracht Frankfurt und nicht Krankfurt und deiner Bitch mache ich einen Hanswurst. Und zwar 9 einfach. Genau. Ja, Mann. Es ist. Bruder. Es ist Frankfurt 069. Guck mich an, wenn ich mit dir rede. Was machst du? Okay, alles klar. Deswegen. Mach mal nicht auf Goldkette, mach mal nicht auf Reich. Ich schub dich einfach rein in so einen kleinen Deich, weißt du? Dann ertrinkst du. Bro, man merkt direkt, dass das so voll die aus, also so Sachen sind, die der auswendig gelernt hat. Zum Beispiel das mit der Goldkette. Er hat A, keine Kette an. Ja. So voll aus dem Kontext gerissen, ne? Ich glaube aber, das ist gerade der Sinn dahinter. Ich glaube, alle haben einen vorbereiteten Text, glaube ich. Weil es ist auch kein Beat hinter, weißt du? Aber weil das A Cappella ist? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ja, okay. Kann sein, ich bin mir nicht sicher. Aber auch wenn du was vorbereitest, dann bereite das doch so vor, dass das wenigstens passt. Also bald die im Kopf, wenn er eine Kette anhat, bring. So. Ja. Weißt du? Du meinst halt Lines, die man auf jeden Gegner anwenden kann. So, solche Lines lieber. Ja, klar, wäre passend auf jeden Fall. 30 Sekunden vorbei. Jungs, nutzt die Zeit. Lines in die Fresse der Rapper. Der zweite MC. Let's go. Okay, Leute, wir steigern jetzt mal das Niveau weiter. Wie heißt du nochmal? Merkt dich eh keiner. Weißt du was? Wir nennen dich jetzt einfach, wir nennen dich Nummer 2. Du gehörst abgetrieben schon im Unterleib. Du bist Nummer 3. Das kann nur irgendein Trottel sein. Scheiß drauf. Nummer 4, der hässlichste in der Runde hier. Nummer 5. Ja, bestimmt. Und wer bist du? Du bist Nummer 6 und darüber will ich gar nicht sagen, außer dass ich gerade deine Mutter bang. Ich weiß nicht, scheiß drauf. Ich war einen übrigens übersehen und zwar die Nummer 1, weil das bin ich ganz alleine hier in diesem Game. Willst du nochmal bis 30 zählen? Kannst du gerne übernehmen, aber das war's von mir. P-A-I-L. Time! Gib dir den Mic weiter an den nächsten. Ja, war jetzt nicht so. War gut, ne? Okay, aber war jetzt auch nicht so, wo man sagt, wow, so. Nee. Übernächsten MC. Genau. Und der dritte MC, hört genau zu. Alles klar, Leute, ihr wisst ganz genau, dass ich hier keinen Quatsch mache, aber ich gehe zu diesem Typen, hau ihm direkt auf die Batschkappe. Ich komme nach Frankfurt und reiß den Laden kurz mal ein. Ey, Tierstar, eine Frage, ist es hier ein Pfadfinderverein? Ey, also spar dir dein gefährliches Halbwissen. Ich bin nicht John Travolta, doch komm mal mit dem goldenen Revolver in den Laden rein, gestolpert, als wäre das Pulp Fiction. Jetzt machst du Ralph Riggum Afro-Trap in schwarz, doch hast mehr Filter auf der Stimme als eine Packung Gulowas. Alles klar, alles klar. Okay, dieser Typ ist irrelevant. Ja, als nächstes fängt die ganze Crew an zu blasen. Ich bin hässlich. Ja, musst du gerade sagen. Als nächstes kommt deine Mom an zu blasen. Ja, wenn ich dich so angucke, denke ich, du bist so ein No-One für Arme. Ja, und als nächstes fange ich mit was ganz anderem an, denn schönen guten Abend, wir befinden uns in Mittelhessen. Doch bevor diese ganzen Pimmelfressen alle Pimmel fressen, muss ich erstmal über was ganz andere Dinge sprechen. Ich meine ernsthaft, was soll diese Scheiße? Während in Nürnberg und Dortmund kaum Leute da sind, müssen sich hier wieder ein halbes Dutzend Leute um 2 Quali-Plätze streiten. Ja, es hieß, jetzt wird's wieder toll, jetzt geht's weiter, doch jetzt frage ich mich, was ist das hier wohl? Ja, da sind sie alle leise und da kommt nichts mehr raus. Deswegen gehe ich noch mal kurz auf die Leute ein. Ich gehe zu deiner Chick und sie macht jetzt auch die Hose auf. Hey, was war jetzt seine Intention mit dem Spruch, Digga? Ja, er versucht halt irgendein Storytelling gerade aufzuziehen, ja, Storytelling, ne? Storytelling, dass so zwei sich um die Plätze streiten müssen, aber... Ich habe auch die Message dahinter irgendwie noch nicht verstanden. So, das Ende, das Fazit hat gefehlt. So. Wir gucken, ob die Pointe noch kommt. Sie verschüttet mein Apple. Ich sag, geh zurück ins Rote Haus. Vorbei, 30 Sekunden. Letzten zwei MCs. Let's go. Alles klar. Alles nur Hurensöhne. Aber der ist der König der Hurensöhne. Der kriegt jetzt meinen Schwanz richtig krass in den After. Das letzte Mal, dass was Gutes aus deinem Mund kam, war der Schwanz von deinem Vater. Oh. Hart. Okay. Junge, du sagst irgendwas mit rotes Haus. Ich komme da drauf klar. Doch pass mal jetzt auf, wie ich dich einfach so
auf deine Plauze hau, weil wenn ich deine Mutter klatsche mit meinem Schwanz, dann ist die als allererstes im Frauenhaus. Okay. Es gibt viel zu sagen, ich könnte jetzt noch viel mehr machen, aber du bist ein scheiß Wichser. Prime, ich mag dich, aber meine Brille ist besser, deine ist von, was weiß ich, Mann? Cynic, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den Line, die ich bringen wollte, jetzt gerade verplant und, aber ich mach einfach weiter. Denn es gibt so ein Ding, ja, hier gibt's so ein paar Rapper, aber von allen sind alle gescheitert. Was ich dazu noch sagen kann, du siehst echt aus wie ein Zinker. Ey, ich sag dir ehrlich, shit, das Niveau bis jetzt ist jetzt nicht so wie in den letzten Quiz, ne? Alle nicht so gut, ne? Alle nicht also gut. Ehrlich, so das Niveau war auf jeden Fall deutlich höher in den letzten Qualis. So, ich muss sagen, Native hat stark angefangen, ja. Aber dann komplett rausgekommen, Alter. Richtig. Kein Reim mehr drin, nix. Letztens so vorbei! Jungs, ihr müsst die Zeit nutzen. Ich lasse euch sogar immer noch ein bisschen länger. Der vorletzte MC, ich hab noch einen. Let's go! Ja, ich bin da und ich ficke den. Ey, stellen wir nebeneinander, siamesische Zwillinge. Versteht ihr nicht, Alter? Was ist das denn für ein Bauarbeiter? Scheiß drauf, Dicker. Sogar mein Hausmeister baut mehr Kleider. Keine Ahnung. Was? Ich sag einfach, es ist jetzt vorbei. Scheiß drauf. 20.15 Uhr. Ey, Casting Couch. Und ich werde diese Bitches hier durchnehmen. Und ihr habt jetzt gedacht, dass ich wieder beim A Cappella hier verkacke? Also bis jetzt ja. Hast du den gesehen? Hast du den gesehen? Nee. Guck dir den mal an. Guck jetzt. Ihr habt jetzt gedacht, dass ich wieder beim A Cappella hier verkacke? Nee, Mann. Also ja, ehrlich gesagt ja, weil der hat jetzt vier Lines gebracht ja, und viermal nichts. Hat man nichts verstanden. So. Weder hat der geknallt, noch hat man den nicht verstanden. Ja. Das ist mir Latte. Wieso Macchiato? Ich fick euch alle. God. DJ Rambo! Vorbei! Digga, das ist sehr peinlich, Bro. Cringe. So. Der letzte MC im Bunde. Okay, ich bin gespannt, Digga. Momonius. Wir haben alle drauf gewartet, wir sind gespannt. Let's go. Spontan noch dazugestoßen. Zuerst zu dir. Ey, yo, Bro, dir wünsche ich trotzdem alles Gute, Bro. Doch einen wie dich nennt man hier in Frankfurt trotzdem Hurensohn. Und jeder hier in Frankfurt weiß, ich bin ein großer Poser. Doch mal ehrlich, du siehst aus wie irgendein Obdachloser. Ganz locker. Aber Frankfurt, ich bleib stark wie dieser Sebastian Haller. Aber dieser Spaß sieht aus wie so ein Holzfäller. Scheiß Styler. So. Und zu dir... Du siehst scheiße aus mit deinem Bart. Ergebnis Missgeburt, Sohn von diesem Gandalf. Und das am Ende bleibt auch betont. Du siehst so süß aus mit Frankfurt, deswegen bleibst du verschont. Vorbei! Okay, mal, guck mal. Ja. Bei einem Momonius musst du das ganz anders angehen als bei den anderen, ne? Okay. Weil ein Momonius ist ja eigentlich ein Entertainer. Ja. Und wenn der freestylt, dann wahrscheinlich nur auf... Low-Basis, so mit seinen Freunden, so auf Just for Fun mäßig. Yeah. Und dass er sich dann auf die Bühne stellt und dann auch die Crowd auf sich so ziehen kann, ist gut. Weißt du, er war jetzt nicht brutal, ne, auf keinen Fall. Ja, so. Aber er hat performt. Wobei die Frage ist, zieht er die Crowd jetzt auf seine Seite aufgrund seiner Skills auf der Bühne oder aufgrund seines Hypes, den oder er schon vorher Image, hat? Ne? Weißt du, was ich meine? Das weiß man halt nie bei schon so Leuten, die schon eine Reichweite mitbringen. Weißt du, was ich meine? Das ist immer schwierig. So, man muss natürlich sagen, du hast natürlich schon richtig angesprochen, heute das Niveau war generell nicht so stark ne, bei der Qualifikation, aber von den Jungs, wenn du sagen müsstest, wer war so der Stärkste für dich, würde ich schon wirklich sagen, Momonius. Native und der Zweite. Native und der Zweite auf jeden Fall. Wobei alle nicht so gut waren, Alter. So, ne? Und auch Momonius war meiner Meinung nach nicht so wirklich gut. Ja, nein, meine ich ja. Der war jetzt nicht Bombe, so, aber... So. Aber von denen war schon gut, so. Wir gucken weiter. Gebt mir schon mal die Mikes, Jungs. Und wir kommen zur Abstimmung. Überlegt nochmal ganz genau, entscheidet euch für einen MC und dann macht ihr Lärm. Rückt mal ein bisschen näher zusammen. Rückt mal ein bisschen mehr zusammen. Auf eine gerade Linie, bitte. Perfekt. Der erste MC heute Abend mit schwarzem Frankfurt-Pullover. Bitte lärmt, wenn ihr ihn im Bett sehen wollt. Lärm und Hände. Da war schon was, komm. Fanblock ist da. Zwei Schritte nach vorne.
Der zweite MC in der Quali. Bitte Lärm und Hände, wenn ihr dafür seid, dass er ins Battle einsteigen soll. Genauso? Ja, wa? Genauso. Komm. Komm auf seine Höhe. Musst du nach vorne gehen? Der dritte MC im Bund, einfach mal bitte Lärm und Hände. Warte mal, da ist noch nichts passiert. Ja, aber damit die anderen wieder auch sehen, hier kommt nichts. Okay, ich geh weg. Bitte Lärm und Hände für den dritten MC, wenn ihr ihn im Battle sehen wollt. Ein Schritt. Der junge Mann im Holzfällerhemd, wenn ihr ihn stark fandet in der Quali, dann... Digga, die hat dich schon abgestempelt als Holzfäller, der Arme. Jetzt bitte Lärm und Hände, Frankfurt. Ich meine gleich. Nee. Guck mal, die Jungs. Geht mal ihren kleinen Schritt nach vorne noch, bitte. Danke. So, bitte Lärm und Hände für diesen bekannten Qualifikationsteilnehmer, Frankfurt, wenn ihr ihn im Bette sehen wollt. Bitte jetzt Lärm und Hände. War so ein bisschen weiter als er, aber bei den Jungs waren wir ein bisschen lauter. Bitte Lärm und Hände, wenn ihr diesen MC im Battle sehen wollt. Und der letzte junge Mann auf... Ich glaube, Momo News wird das Ding gewinnen. Ja, safe. Auf meiner linken Seite, bitte Lärm und Hände, wenn ihr ihn im Battle sehen wollt. Ja. Okay, du bist auf jeden Fall schon dabei und wir haben noch ein Stechen für Jungs. Komm mal nach vorne. Nochmal ein Abstimmungsstechen. Momo, komm mal. Kommt mal kurz her. Ich zeig jetzt nur auf die Geh mal ganz kurz zu Tierster, bitte. Kannst du kurz zu Tierster gehen, bitte, Digga? Zu Tierster. Ich zeig auf die MCs. Jeder von euch entscheidet sich für einen. Ja, jeder muss bei irgendeinem MC schreien. Ihr müsst euch für einen entscheiden. Ja. Herzlich willkommen im Battle an alle anderen Qualifikationsteilnehmer. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wir brauchen jetzt Platz für die anderen MCs auf der Bühne. Bitte nochmal Applaus für alle, die bis jetzt heute hier auf der Bühne waren. Okay. Sehr, sehr nices Video, Freunde. Hat sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren. Und was willst du dazu sagen? Man muss sagen, ne, die Teilnehmer waren in dieser Qualifikationsrunde wirklich alle nicht so stark. Ja, wir haben es angesprochen, so. Ne? Von den Jungs war wirklich Momo News am stärksten, wobei man sagen muss, auch ein Momo News war nicht gut. Ja, ne? Aber so an dem Tag hatte er da das Battle gegen MC Goiner und da wurde er aufgefressen. So schnell geht das auch wieder. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.